Kurz nach seiner Rückkehr aus Oslo informierte der Gefäßspezialist Thomas Hölzenbein noch Dienstagabend über Matthias Lanzingers Gesundheitszustand. Der Chirurg nahm auch zu den Vorwürfen gegenüber der norwegischen Versorgung Stellung. Der Zeitfaktor, glaube ich, ist hier ein entscheidendes Moment gewesen. Aber man kann sicherlich nicht unseren norwegischen Kollegen, die sich sehr, sehr bemüht haben und die alle Anstrengungen unternommen haben, hier einen Vorwurf machen, etwas falsch gemacht zu haben. Ich glaube, man sollte mit Schuldzuweisungen sehr, sehr vorsichtig sein in so einer Situation. Es war nicht ganz klar, ob nicht eine noch schwerwiegendere Verletzung, ein Schädel-Hirn-Trauma im Raum steht, sodass man zuerst abklären musste, ob man dies behandeln kann. Man kann mit einem Schädel-Hirn-Trauma nicht so weit im Hubschrauber fliegen, sodass eventuell ein Transport nach Oslo direkt gefährlicher gewesen wäre in dieser Situation. Ich kann Ihnen berichten, dass zum Zeitpunkt meines Wettfluges eigentlich die Lebensgefahr, die akute, gebannt ist und dass er wahrscheinlich in diesen Stunden aus dem Tiefschlaf begonnen wird, erwachen zu lassen, damit man ihm halt am Abend noch dieses doch sehr entsetzliche Urteil, dass er sein Bein verloren hat, mitteilen muss. Die Gefäßverletzung war eine Durchtrennung sämtlicher Unterschenkelarterien und eine komplette Durchtrennung sämtlicher Ossearenstrukturen im Bereich des Unterschenkels, knapp unterhalb des Schuhrandes. Das ist eine außerordentlich schwerwiegende Verletzung. Gleichzeitig war der Patient nach dem Sturz für etwa eine Dreiviertelstunde nicht ansprechbar, sodass man zunächst befürchtet hat, dass Matthias Lanzinger auch ein schweres Schädel-Hirntrauma davongetragen hat, was sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet hat. Es ist daraufhin in Oslo der Knochen stabilisiert worden und versucht worden, die Durchblutung wieder des Beines in Gang zu setzen, was nicht optimal geglückt ist. Es wurden daraufhin Untersuchungen durchgeführt und zu einer zweiten gefäßchirurgischen Operation sind dann wir angefordert worden. Wir haben diese Operation dann in den Nachtstunden durchgeführt. Sie hat mehrere Stunden gedauert. Ich habe versucht, die Fußarterien von den Trompen zu befreien, also von dem gestockten Blut, und auf diese nun wiedereröffnete Arterie einen Bypass zu nähen, das heißt eine neue Schlagader einzuziehen, der den abgerissenen Teil überbrückt hat. Wir haben letztendlich für etwa 8 Stunden eine Zirkulation in den Fuß erreichen können. Es ist jedoch dann durch Mikrozirkulationsstörungen, die bei so langen ischämischen Extremitäten auftreten können und durch eine disseminierte intravasale Gerinnung, auch eine Folge dieses schweren Traumas, zu einem neuerlichen Verschluss der Gefäßrekonstruktion gekommen. Letztendlich kommt es in so einer Situation zu einer massiven Einschwemmung von toxischen Substanzen in den Körper und der Patient ist dann in den späten Morgenstunden von diesem Phänomen voll betroffen worden. Er hat begonnen zu fiebern, der Kreislauf hat begonnen zu versagen, die Nierenfunktion hat sich begonnen einzustellen, sodass wir akut dann im Sinne eines Überlebens und um weitere Spätschäden zu vermeiden, den Unterschenkel amputieren mussten.